So, hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Heute Logic Gravitational, haben wir gerade da gesehen. Und ich sehe einen Sternenhimmel bei Nacht. Aber man kann ihn ja eigentlich auch nur bei Nacht sehen. So viel mal dazu. Sind wir auf einer Raumstation? Sieht auf jeden Fall mal ganz anders aus. Oh, da oben geht es auch noch lang. Okay, hier komme ich irgendwann hoch. Ich mag es, wenn Portal zweimal anders aussieht. Da ist die 1, da ist die 2, da ist die 3. Dann fangen wir natürlich mit der 1 an, wenn ich schon Hinweise bekomme. Hier muss ein Würfel rauf, dann passiert irgendwas. Da oben muss auch ein Würfel rauf, dann passiert hier wieder was. Also ich würde mal sagen, ich muss Würfel rausschaffen. Den hier kann ich mit... Oh. Wie kann ich den denn hier rausbekommen? Ganz einfach so. Okay. Ich dachte, ich muss was mit Schwung machen. Aber vielleicht muss ich auch was mit Schwung machen. Auf jeden Fall muss ich da irgendwie... Ja, klar. Okay, okay. Das war sinnvoll. Da sieht man meine jahrelange Erfahrung. So. Jetzt schaffen wir den Würfel da rein. Ohne ihn kaputt zu machen. Es ist auch noch ein Companion. Muss ich auch noch extra aufpassen. So, jetzt kommt der... No Elements Trick, den ich hoffentlich erstmal ohne Würfel machen darf. Okay, dann mache ich da auf, aber da kann... Ah, doch. Nee, kann ich nicht treffen. Ich muss ihn also wirklich hier hochbekommen, was aber auch nicht das Problem ist, weil... Mache ich das Ganze halt mit Würfel. Wobei, das ist schwer, ne? Ich lege ihn hier ab, dann kann ich ihn auf meinem Weg... mir greifen. Zur Not stoße ich mir einmal den Kopf. Ist ja auch nicht so schlimm. So, jetzt muss ich sehen, dass ich ihn mir so schnappe. Jetzt liegt er da oben und ich komme nicht mehr so recht hoch zu ihm. Das ist auch noch ein Problem. Obwohl, ich würde ja nach wie vor sagen, ich muss ihn hier nur rausbekommen. Kann natürlich auch alternativ sein, dass ich das Ganze nochmal zum Schwung und brauche. Die Kacheln sehen aber auch schön aus hier. Wie wollen wir es machen? Er muss hier hin, okay. Schön blöd von mir gerade, ne? Jetzt komme ich nicht mehr ran. Die müssen beide einfach nur hier rein. Und ja, dann geht es irgendwie da weiter. In die 3 und zum Schluss geht es vielleicht hoch. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich mit Schwung nämlich dann hier ankommen soll. Das könnte man eigentlich mal probieren, ne? Das hätte was mit Geschick zu tun, was ich jetzt in Portal 2 nicht unbedingt so hinbekomme. Aber da gibt es bestimmt genug Leute, die das machen. Ich probiere es nur einmal. Denn es ist nicht so gewollt. Gehen wir mal gleich an die Stelle. Ups. Und zwar erstmal wieder den Würfel hochbringen. Fand ich ehrlich gesagt schon schwer genug. Ich weiß nicht, war das... Achso, ich kann ihn natürlich auch erstmal da hochwerfen. Beziehungsweise... Ich wollte ja was anderes machen. Ich wollte... Boah. Jetzt ist er schon oben. Jetzt werde ich mal Folgendes machen. Ah. Platziere ich mich erstmal richtig, dass ich ihn hier greifen kann. Hoffentlich. Ne. Okay, das ist blöd zugegeben. Das sind zwei Panels Höhe. Und ich weiß auch nicht mehr, wie viel ich da draußen brauchte. Ich wollte es eigentlich ohne... ups. Ohne auszusteigen machen. Dann hätte ich mehr gehabt. Weil so komme ich da nicht hoch. Oh, okay. Ah! Okay, das sollte so sein. Sollte das so sein? Sehr interessant. Hier kommt ein Würfel. Also ich muss den Grill irgendwann überbrücken. Früher oder später. Ich weiß es jetzt nicht. Müssen wir mal schauen, aber ich kann hier nichts drücken. Okay, was passiert hier? Hier hole ich auch nochmal Schwung. Das heißt, hier könnte ich jetzt eigentlich wieder hoch zum Würfel. Aber brauche ich den hier? Was ist denn hier? Der wird noch freigelegt. Na schön. Da oben muss einer rauf. Und da ich hier noch keinen habe... werde ich den wohl jetzt holen müssen. Dann würde mich noch interessieren, ob man da ein Portal schießen kann. Das kann ich jetzt mal ausprobieren. Okay, Maximum ist da, aber das schaffe ich auch.
Weiß nicht, ob es so gewollt ist. Aber ich schätze mal, ich kann den Würfel holen. Ja. Und soll... Scheiße. Und soll den Würfel holen. Ah. Ist natürlich, sobald jetzt hier das weg ist, hast du natürlich die A-Karte. Oder kann ich das hier irgendwie anders machen? Ich könnte da auch rausgehen. Also ein paar Möglichkeiten scheint es zu geben. Wobei das ein bisschen schwieriger jetzt schon wieder ist. Muss ich mit Hüpfen machen. Okay, so bin ich reingekommen, so komme ich auch wieder raus. Wenn auch etwas komplizierter. Da war der andere Würfel zu holen. Insofern hätte ich das auch rückwärts aufziehen können. Muss ich gar nicht mit der Sprungfeder reingehen, sage ich mal. Naja, bisschen Schwund ist immer. So, jetzt machen wir es mal ganz in Ruhe. Würfel geholt. Und brauche ich jetzt den Schwung? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hilft mir auch nicht viel. Jetzt muss ich eigentlich das Gleiche machen. Wieder da so komisch von der Seite kommen. Das fühlt sich nicht so sauber an. Aber alles andere wäre irgendwie auch schwer. So, jetzt haben wir hier einen Laser, der zu einem Knopf führt. Der Knopf macht mir den anderen Würfel. Und das wird ja wohl auch vielleicht... Ja, ein Laserwürfel werden. Okay, sonst kann ich das Rätsel hier kaum lösen. Ich sollte mal den da oben wieder zurückholen, ne? Bevor ich hier meine Portale verballer. So, also ich habe jetzt beide Würfel hier. Die müssen jetzt da rein. Was ich ehrlich gesagt jetzt auch schon schaffen kann über die Geschichte. Aber ich werde mal das Rätsel lösen. Ach so, jetzt habe ich ja den Laser nicht mehr. Okay, dann löse ich es doch einmal auf jeden Fall so. Sowas fühlt sich nicht gut an. Also wenn der will, dass ich hier über die Portale reingehe, dann kann er es auch direkt da machen. Dann kann er es auch da drüber machen. Ich meine, was ist denn die Alternative? Irgendwie angeschwungen kommen? Sehe ich jetzt nicht. Ja, hier Schwung aufbauen, ne? Das wird es wohl sein. Soll man wahrscheinlich so machen. Ist ja immerhin eine Treppe. Okay. Ja, stellen wir uns vor, ich hätte das jetzt dreimal so gemacht in der Zwischenzeit. So, das Problem ist jetzt, ist eigentlich auch kein Problem, dass ich irgendwie... Ist doch ein Problem. Muss man anders machen. Ah. Muss man die andere Seite machen, so. So. Jetzt ist hier offen. Und ich soll die Würfel reinbringen. Was ist denn jetzt der Gedanke? Jetzt soll ich wahrscheinlich hier wieder den Schwung holen und so rein. Sprich, jetzt erstmal das Konstrukt auflösen, was aber nicht weiter schlimm ist. Das erscheint mir jetzt gerade mal sinnvoller. So. Ich muss ja zu dem hoch, deswegen. Wobei, das bringt mir auch nichts, ne? Ist, also offiziell meine ich, wenn ich offiziell zu dem hoch muss. Ich könnte ihn auch neu holen. Ich glaube, hier ist ein wesentlich komplizierterer Weg angedacht. Ich soll jetzt nur den rausholen und den ersten wieder so rausholen wie beim ersten Mal. Habe ich aber gerade keine Lust drauf. Insofern mache ich es auch einfach so. Beziehungsweise erstmal so. Ja, ist leider nicht hundertprozentig fälschungssicher hier. Das Ding. Zumal ich auch nicht mal selber dahin muss. Ich muss die einfach nur dahin werfen. Kullert der schon runter? Ich glaube, er ist gerade angekommen, oder? Naja gut, kann sein, dass sie von der Reibung her da noch liegen. Ja, okay, sie liegen noch, aber... Wow, hey. Also, hat ein ganz schön Radius, das Ding hier. Ha! Scheiße. Die ist übereifrig, die Sprungfeder, sag ich mal. Scheiße. Und ich bin ungeduldig. Ja.
Okay, kann man nicht besser platzieren. Kann ich es von der anderen Seite besser? So, jetzt ganz vorsichtig. Oh, nein, nein, nein! Also was hat denn die für einen Radius? Das ist doch unnormal. Shit. Oh. Nein. Das ist ja echt nervig. Ich hätte eigentlich erst den... Ich hätte alles anders machen können. So, wehe. Wehe, ich lasse nur runterfallen. Lass mich in Ruhe, Sprungfeder. Lass mich in Ruhe. So, einmal. Zweimal. Und was wollen wir jetzt hier? Hier wollen wir wieder hochschwingen. Oh. Wollen wir wieder hochschwingen. Was heißt denn das jetzt? Da hinten kann ich schwingen, aber dann die Verbindung hinzukriegen ist auch wieder so eine Sache. Ach so, ja. Ausnahmsweise macht das einem auch mal leicht. Ich kann sogar da oben schon rauskommen. Okay, oh, oh, oh. Und hier ist auch noch eine Schräge. Okay. Okay. Wow, oh mein Gott. Oh, so ein Scheiß. Jetzt wird's aber richtig hart. Okay, bisher war Pillepalle. Ich glaube, jetzt wird's richtig fies. Was macht denn eigentlich... Die Klappe? Ist das eine Klappe oder? Ne, es sind nur Hinweispfeile, ne? Muss mir das nochmal angucken. Also ich habe jetzt die Verbindung zum letzten Raum und muss ich da hoch? Ich weiß aber nicht, ob ich hier noch irgendwie mehr Schwung holen soll. Ach so. Na, hier ist auch wieder eine Treppe. Ich übersehe alles Wichtige. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob da oben noch was wäre. Ob ich an die Sprungfeder ran soll oder ob ich da was anderes entdecke. Oh, erstmal hocharbeiten hier. So. Ach du Herrje. Okay. Dann ist die Frage... Okay, dann soll ich wohl nur praktisch... Irgendwie so an die Sprungfeder ran. Hoffentlich stoße ich mir nicht den Kopf. Ah, ich hab's befürchtet. Okay, da muss man sich ganz langsam rantasten. Das wird jetzt ein bisschen Zeit kosten. Aber okay, was soll's. Erstmal das hier schön an den Rand machen. Ja. So, jetzt wollen wir mal... Kann ich jetzt leider nur so setzen. Oh. Aber so klappt. Oh! Ah! Seid ihr wahnsinnig. Oh Gott, oh Gott. Da ist irgendwas Weißes. Das, muss ein Brückenschutz sein. Oh, verdammt. Wie soll ich denn hier eine Brücke hinmachen? Der mich hier? Nein. Nein, nein, nein. Warum hat der mich denn gesehen? So, also das kann ich nicht anschießen. Da ist, glaube ich, Glas drunter oder so. Oder schaffe ich das, wenn ich... Die Schräge bringt mich hier nicht hoch, oder? Das muss die Sprungfeder sein. Warum bin ich denn jetzt hier... mir irgendwie den Kopf angehauen, dass ich nicht weitergekommen bin. Hallo. Ach, was soll's. Ich gucke erstmal hier. Was ich ja noch machen konnte... Ach so, ich würde sagen... Nee, das macht was anderes. Ach, da sieht man es ja auch, was es macht. Hier kann ich erstmal einen Laser aktivieren. Also erstmal stelle ich die Verbindung her und hole mir die Würfel. So.
führt ja wohl kein Weg dran vorbei, dass man hier auch mit Würfeln arbeiten muss. Und jetzt haben wir es hier nochmal. Der Knopf macht mir den dritten Würfel. Doch wahrscheinlich auch einen Laserwürfel, sonst stelle ich mir das Rätsel noch schwerer vor. Okay, dann mache ich jetzt mal den normalen Würfel. Hier ist wieder diese Geschichte. Diesmal ohne Treppe. Schade. Deswegen muss ich jetzt wirklich diese glitchy Sache hier machen. So, jetzt werden wir doch einen Laser haben. Genau. Da müssen wir hier eine ganze Menge treffen. Warum hat das hier nur einen halben Weg? Hä? Na gut. Ja, shit. Okay. Schade. Dann wollen wir mal. Ich probiere nochmal. Es stimmt eigentlich vom Winkel her nicht. Also diese Schräge kann nicht benutzbar sein, sage ich mal. Aber ich probiere es trotzdem nochmal. Und zwar baue ich jetzt mal maximalen Schwung auf. Und dann probiere ich mal, was die Schräge macht. Wie weit sie mich bringt und wie hoch sie mich bringt. Erstmal ist Kopfstoßen angesagt. Das war es, glaube ich, schon fast mit Kopfstoßen. Ja, doch, jetzt. Also, jetzt zieht sie in die Portale rein. Das nervt. Da muss man aufpassen. Wenn ich natürlich nach oben gucke, wäre die Gefahr nicht da. So zum Beispiel jetzt. Zumal, dass sie sich ins Falsche reinzieht, ist ja auch absurd. So, das ist jetzt nicht ganz das Maximum. Also ich bin zwar an der Decke dran, aber ich werde jetzt noch einen weitergehen, indem ich so mache. So, und das ist dann hier. Okay. Also ist es nicht die Lösung. Dann... Ich habe doch hier keine Lichtbrücke oder was zum Schutz. Und mit den Würfeln mich... Oh, ach so. Ich habe einen Laser, den ich holen kann. Na klar. Ja, natürlich. Okay, also Würfel und Laser müssen hoch, aber kann ich mir bereitlegen. Hole ich dann beides zusammen. Also. So, dann mal wieder schön Schwung. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Sprungfeder brauchte, aber ich glaube, ich konnte die weißen Flächen oben nicht anders... Mann, das nervt! Was mir doch sonst nicht passiert. Also, dass die Spielmechanik die beiden Portale so verwechselt und mich ins Falsche wieder reinzieht, das ist mir jetzt relativ neu gerade. Oder ich habe vorher nicht drauf geachtet. Ja, wie auch immer. Machen wir mal wieder Schwung. Jetzt muss ich wieder an die Sprungfeder ran. Ah, da war sie schon. Okay. Das ist ein bisschen fies, dass es hier sich einen so weit hinhaut. Aber gut. Jetzt hier und... Moment mal. Kann ich das? Ja. Okay. So, jetzt orange da. Ist ja eigentlich naheliegend mit dem Laser. Aber ist dann das falsche Symbol, ne? Da darf dann nicht das Schutzsymbol sein. Sondern, weiß nicht, gibt es eins für Angriff? Ja, au, au, au. Soll ich ihn sagen? Hab mir auch schon ein paar Mal die Birne angehauen. So, dritter Würfel bzw. zweiter Lasercube kommt. Und meine Wenigkeit geht wieder runter. So, da muss ich jetzt hier diverse... Jetzt will ich es doch nochmal wissen. Diverse Sachen treffen. Also eigentlich sieht es ja so aus, als wenn ich nur den treffen muss. Dann ist der Ausgang offen. Aber vielleicht kommt noch was anderes. Hä? Irgendwie braucht der mehr Power, habe ich so das Gefühl. Ah, und dafür ist dann die Schräge da. Das würde ja wiederum bedeuten, ich muss das komplett ohne Portale schaffen. Das kann nicht sein. Oh Gott, jetzt kommt hier bestimmt böses Thinking outside the box. Kann man denn hier irgendwie mal vielleicht besser von da hinten was machen? Also mit dem ersten Würfel kann man tatsächlich, so wie es aussieht, nur einen so ein Teil treffen. Na, das ist ja toll. Soll hier noch mehr kommen? So, und hier muss ja das Ende sein. Jetzt habe ich natürlich da getroffen, aber... Ach, hey.
Geht ja gar nichts. Muss man eigentlich diesen Weg gehen? Oder ist es, wenn ich jetzt andere treffe? Das deutet nur an, dass der getroffen ist. Also die zwei im Umkreis, die werden aktiviert. Aber hilft das was? Wow. Also mehr Würfel gab es doch hier noch nicht. Das ist wirklich jetzt... Das ist hart. Muss ich irgendwie... Es ist ein Trick und man muss den Strahl erstmal ganz gerade nehmen. Dann kann man natürlich die letzten beiden da treffen. Aber meine Portale sind jetzt weg. Hier kann ich noch zwei treffen und dann sind aber immer noch zwei über. Dann kann ich nochmal durchs Portal durch. Kommt bestimmt so eine Geschichte. Aber dafür müsste man dann... Also, dass man das Eintrittsportal mehrfach nutzt. Was ist, wenn ich... Kann ich was Besseres machen? Wenn ich so mache? Das kommt mir nicht sehr effektiv vor. Wenn ich so mache... Dann habe ich am Anfang aber schon verschwendet. Kann ich da zwar zum Schluss hier schön diesen machen. Aber dann habe ich das Portal auch nicht mehrfach genutzt. Okay, wenn ich es umgekehrt mache, wenn ich... Wo kann ich es noch nutzen? Ich kann es noch hier nutzen, doppelt. Jetzt muss man sich so ein paar geometrische Formen ausdenken, aber das kommt mir auch sehr ineffektiv vor. Hier kann ich auch wieder nicht viel treffen. Ah, hier kann ich da wieder treffen. So. Jetzt kommt er da wieder raus. Aber, ich meine, es ist ja meine Vorgabe gerade, dass ich da wieder treffe. Ja, jetzt fehlen da hinten zwei. Selbst wenn ich den treffen würde. Was ich mal versuchen werde. So, wo fehlte der noch? Hier. Jetzt haben wir den. Jetzt kommt der... Hm? Oh. Ah! Jawohl. Was habe ich denn jetzt gerade anders gemacht? Ach, er kam ja da raus, genau. Kommt hier wieder an. Oh, warte, das ist kompliziert. Geht hier wieder rein? Nee. Warum kommt der jetzt gerade da wieder raus? Geht hier raus, kommt... Das kann ja keiner mehr nachvollziehen. So, Moment mal. Ich habe ihn als erstes da genommen und hier gerade rausgeschossen. Dann geht er darüber, geht nochmal ins Orangene rein, trifft den und kommt, Moment, kommt aber hier so wieder raus, damit er noch den hier trifft. Dann geht er da wieder rein und kommt wieder auf der anderen Seite. Oh, irre. Das hätte ich mir niemals ausdenken können. Das war jetzt durch Rumprobieren von Logiken. Okay, jetzt muss ich Folgendes schaffen. Jetzt muss ich... Oh, verdammt. Muss jetzt im blödesten Fall was in der Luft treffen? Ich hoffe nicht. Also, das muss jetzt über die Schräge funktionieren. Oh, scheiße. Ich fürchte, ich muss was in der Luft treffen. Ich muss meine Portale aufgeben. Ich kann nicht von oben treffen. Ich glaube, ich muss irgendwo von oben was vorbereiten, aber ich weiß nicht wo. Scheiße, das ist ja voll mies. Oh Gott, also ein Portal da und eins da, das ist schon klar, das nebenbei bemerkt sind natürlich auch die Punkte, die sogar markiert sind. Ich sehe wieder die Hinweise nicht. Okay, das war sogar eine Vorgabe, sozusagen. Ein Portal kann ich erstmal lassen. Ach, verdammt. Ich fürchte es... Oder kann ich da stehen? Ah, kann ich am Ausgang stehen? Ist da so ein kleiner Vorsprung? Wo war er denn? Ja. Okay, ich hoffe, es klappt. Dann werde ich jetzt natürlich wieder den hier machen.
Und zwar richtig hoch. Was ich, glaube ich, beim ersten Mal, als ich am Ausgang ankomme, noch nicht, ankam, noch nicht gemacht hatte. Insofern. Maximum an Schwung holen. Und dann geht's los. War es das schon? Ich glaube, das war's schon. Ich bin, wenn ich hier rauskomme. Ja, an der Decke. Okay, das heißt. Ich werde da blau machen und in orange rein. So. Und dann schön nach vorne weg. Da orange neu, blau. So. Jetzt muss ich hier stehen. Oh, puh, okay. Wow. End of playtest. Danke fürs Spielen. Puh. Jetzt muss ich überlegen. Also. Mir gefällt der Stil von dem Ding. Mir gefällt eigentlich auch der Schwierigkeitsgrad. Konnte man alles schaffen. Ich habe auch eine gute Folgenlänge. Insofern hat es das Ding schon mal zur Ausstrahlung geschafft. Und ich glaube, ich werde auch nicht geizig sein mit dem Daumen nach oben. Sollte man sich immer gut überlegen, weil man ihn so schlecht rückgängig machen kann. Außer mit einem Daumen nach unten. Und das will man dann ja auch nicht. Ich bin jetzt hier schon mal. Ich habe es nur markiert. Ich habe noch nicht geklickt. Ja. Kurzes Fazit, aber ich glaube, ich werde gleich klicken. Also, bei den ersten beiden Räumen konnte man sich ein bisschen durchmogeln. Das fand ich nicht so gut. Das hat aber jetzt nicht die Idee der Rätsel total überdeckt. Aber wenn es nur die ersten beiden Räume gewesen wären, wäre es ja irgendwie nicht so spannend gewesen. Weil, wie gesagt, uneindeutig und dann aber auch nicht so schwer. Der letzte Raum war schön, sah auch schön aus. Das mit den Turrets, eigentlich war auch nicht so wirklich was Schweres dabei. Ich habe halt einen Moment gebraucht, weil ich bei Laserrätseln immer einen Moment brauche. Aber schwer war das auch nicht. Ein bisschen mit sich hochschaukeln, so No Elements mäßig, hat eigentlich auch Spaß gemacht. Aber es war auch ein bisschen fummelig. Das Laserrätsel zum Schluss war ästhetisch, war schön. Habe ich sogar hinbekommen. Hätte nicht schwerer sein dürfen, sonst hätte ich es wahrscheinlich schon nicht mehr hinbekommen. Hatte zwar die Hinweise im Endeffekt, wo die Portale hin müssen, aber musste ich erst einen Moment, brauchte ich erst einen Moment, um es zu finden. Und dann muss man überlegen, Laserrätsel, die so das Portal mehrfach benutzen, sind eigentlich ziemlich cool. Und das ist jetzt, glaube ich, genau der ausschlaggebende Punkt, dass dieses Laserrätsel am Ende so schön war. Sonst hätte ich jetzt nämlich echt gesagt, selbst der letzte Raum reißt es dann nicht raus, für meine heutigen Ansprüche, da ich ja schon ein paar Jahre Portal spiele. Aber dadurch, dass das Laserrätsel so clever ist mit rein, raus, raus, rein durch die Portale, ja, will ich jetzt nicht geizig sein. Da ist der Daumen oben. Hab jetzt echt ein bisschen mit mir gehadert, aber ja, wie gesagt, warum soll man geizig sein? Also es ist alles recht solide, wenn auch nicht 100%, aber solide. War cool und ja, damit ist die Folge endlich zu Ende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.